Liebe Freundinnen und Freunde von Johann Sebastian Bachs Musik, meine Damen und Herren. Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, so gib, dass wir im festen Glauben nach deiner Macht und Hilfe sehen. So fängt der Kantatentext des sechsten Teils von Bachs Weihnachtsoratorium an, der Kantate zum Dreikönigsfest, deren Aufführung wir heute beiwohnen dürfen. Die Kantate endet mit einem Choral, der gleichsam die heilsgeschichtliche Perspektive des weihnachtlichen Mysteriums aufzeigt. Nun seid ihr wohl gerochen an eure Feindeschar, denn Christus hat zerbrochen, was euch zuwider war. Tod, Teufel, Sünd und Hölle sind ganz und gar geschwächt. Bei Gott hat seine Stelle das menschliche Geschlecht. Diese zwei Passagen stellen den Rahmen für die Einbettung zweier prototypischer Eigenschaften des Menschen in eine ihn transzendierende Heilsgeschichte dar. Einerseits der Glaube an eine äußere Macht, welche die stolzen Feinde, das heißt den Tod, zu neutralisieren vermag. Eine Macht, wofür wir das Kürzel Gott verwenden. Andererseits das Wissen um Gottes Einwohnung im Menschen, um seine Stelle in Gottes Plan. Ferne und Nähe im gleichen Wesen. Glaube an Gott, oder ist es ein Wissen um ihn? Wissen um die besondere Stellung des Menschen, oder ist es ein Glaube daran? Der Abschluss der Weihnachtszeit mit dem Dreikönigsfest scheint mir geradezu prädestiniert, das komplexe Verhältnis zwischen diesen zwei Erkenntnisformen oder Modalitäten, Erkenntnis durch Wissen oder durch Glauben, zu verarbeiten. Und in kultureller Hinsicht fällt diese Verarbeitung sehr vielfältig aus. Als Ätiologie zur Bestätigung einer alttestamentlichen Prophezeiung in der evangelischen Erzählung von der Geburt Jesu, als theologisches Mysterium in der christlichen Exegese, als Produkt künstlerischer Kreativität wie in Bachs Weihnachtsoratorium. In dieser Reflexion werde ich argumentieren, dass die Ordnung der Zeit eine der eminentesten Kulturleistungen darstellt. Denn die Zeit ist beides, sowohl Natur wie die Gezeiten, englisch Tide ist deutsch Zeit, als auch Kultur wie jede Zeitrechnung. Denn als Menschen nehmen wir die natürliche Zeit nur in kulturell definierten Intervallen wahr. Stunden, Tage, Monate und Jahre gab es schon im alten Orient. Aber zum Beispiel neben unseren äquivalen Stunden gab es in der Antike auch temporale oder saisonale Stunden. Und bekanntlich fängt der jüdische, wie übrigens auch der altägyptische Tag, mit dem Sonnenuntergang, der christliche hingegen mit dem Sonnenaufgang. Und ob der Jahresanfang mit der Erneuerung der Überschwemmung, wie im alten Ägypten, des Frühlings, wie im alten Rom, deshalb ist April der Monat, der das Jahr eröffnet, oder der Heilsgeschichte, wie im christlichen Advent, zusammenfällt, scheint eine Frage der jeweiligen Kultur zu sein. Oder doch nicht. Es fällt nämlich auf, dass diese verschiedenen Optionen immer mit einem spezifischen astronomischen Ereignis korrelieren. Der ägyptische Anfang der Nilüberschwemmung gegen Ende des Sommers mit der erneuten Sichtbarkeit des Sternes Sirius nach 70 Tagen. Der römische April mit dem Äquinoxium, der Tag und Nacht gleiche. Der christliche Advent mit dem Sol Invictus, mit der Zeit der Winter-Sonnenwende.
Und es ist schließlich ein natürliches Phänomen wie der Stern, den die persischen Priester am Dreikönigsfest als Zeichen einer Zäsur in der Heilsgeschichte deuten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihn hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und steckten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Aber diese Auslegung des natürlichen Zeichens nimmt Herodes als Gefahr für seine Macht wahr. Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. Wir suchen Orientierung in eine Natur, die uns verbindet. Wir finden sie in einer Kultur, die uns trennt. Aber warum ist es so? Lass uns die Etymologie, die Herkunft der Sprache im wahrsten Sinne des Wortes zu Wort kommen. Das lateinische Wort cultura bedeutete ursprünglich Pflege des Ackerbaus, eine Bedeutung, die etwa noch in unserer Bodenkultur widerhallt. Cicero übertrug die ursprünglich landwirtschaftliche Bedeutung des Wortes auf die moralische Sphäre, cultura animi, Seelenpflege. Und Kant wies schließlich der Kultur jene semantischen Eigenschaften zu, die wir jetzt mit Hochkultur verbinden. Kultur als besonders gepflegte Form zivilisatorischer Schöpfung, Literatur, Kunst und vor allem, wie wir heute feststellen, Musik. Die Etymologie von Wörtern wie Kultur oder Kult ist die indoeuropäische Wurzel quel, die so viel wie umdrehen, kreisförmig bewegen bedeutet. Cultura war also deshalb die Pflege des Ackerbaus, weil der Bauer jährlich den Boden pflückte und die Erdschollen eckte, um den Acker neu zu besäen. In den germanischen Sprachen finden wir diese indoeuropäische Wurzel etwa im englischen wheel, Rad, das historisch mit dem deutschen Wort Weile, also Zeitspanne, korreliert. Die Zeit ist also das, was immer wiederkehrt. Und Kultur ist eine geordnete Periodisierung dieser Wiederkehr. Und Kult ist eigentlich auf die religiöse Praxis übertragene Kultur. Weil sie astronomisch verankert sind und immer wiederkehren, eignen sich Stationen der Heilsgeschichte wie Weihnachten ganz besonders für die kulturelle, künstlerische Kreativität. Sie bieten in kondensierter Form ein sichtstiftendes Narrativ für unser Leben. Die kreisförmige sprachliche Konnotation der Begriffe Zeit und Kultur bedingt auch, dass Vergangenheit und Zukunft in der menschlichen Wahrnehmung anders als in unseren herkömmlichen grafischen Darstellungen nicht linear, sondern sphärisch gegliedert sind. Werfen wir einen Blick auf die Wiedergabe dieser Begrifflichkeit. Liegen Vergangenheit bzw. Zukunft vor oder hinter uns? Auf diese Frage hat der Mensch unterschiedlich kulturell gestiftete Antworten gegeben. Für die alten Ägypter, das erkennt man am Gebrauch der jeweiligen Präpositionen vor und nach, lag die Vergangenheit vor uns. Die Vorfahren sind diejenigen, die vor uns stehen, denen wir in die Augen schauen können. Die Zukunft hingegen hinter uns. Die Nachkommen sind diejenigen, die sich in unserem Schlepptau befinden. Auch wir Deutschsprachige wissen selber nicht ganz genau, wie das mit der Positionierung von Vergangenheit und Zukunft bestellt ist. Denn wir wollen in der Regel, anders als die alten Ägypter, die Vergangenheit hinter uns lassen und sind gespannt auf die Zukunft, die sich vor uns befindet.
Aber warum denn sind unsere Vorfahren schon tot, während die Kinder, die nach der oben erwähnten sprachlichen Logik vor ihnen standen, als ihre Nachfolger oder Hinterblieben bezeichnet werden? Was im Deutschen widersprüchlich erscheint, während das wiederum einem ägyptischen Theologen sehr eingeleuchtet hätte? Weil wir sinnstiftende Zeitzyklen, wie die allweihnachtlich wiederkehrende Geburt des Heilands, zeitgleich mit dem Anfang des astronomischen Jahres, oder seine österliche Auferstehung, zeitgleich mit der landwirtschaftlichen Erwachung der Erde aus dem Wintertod, als Jubiläen zu feiern pflegen. Das Feiern eines Jubiläums wird nämlich nicht von einer objektiven, auf die Rekonstruktion vergangener Ereignisse fokussierten Geschichte, sondern von einer subjektiven Erzählung untermauert, die dieser Geschichte einen Sinn verleiht und diesen Sinn im Hinblick auf künftiges gemeinschaftliches Handeln mobilisiert. Jubiläen und religiöse Feste stehen also nicht im Zeichen einer historischen Erinnerung, sondern im Zeichen eines kulturellen Gedächtnisses. Und anders als Erinnerung ist Gedächtnis nicht punktuell, sondern eben zyklisch, nicht linear, sondern sphärisch. Es spricht nicht eine Ideologie, sondern eine Identität an. Es appelliert nicht an gesellschaftliche Konventionen, sondern an gemeinschaftliche Gefühle. Ein institutionelles oder kultisches Jubiläum, egal wie lange die Weile, die Zeitspanne ist, die uns vom realen oder vermeintlichen Ereignis trennt, dient nicht zur Abrufung der Vergangenheit, sondern zur Vorbereitung auf eine Zukunft. Die lange Geschichte, die uns von der Geburt von Jesus von Nazareth im Jahr 7 oder 4 vor unserer Zeitrechnung trennt, ist etwas für Profis, Neutestamentler, Historiker, Altertumswissenschaftler. Die dichte Weihnachtserzählung, die seit 2000 Jahren tradiert und gefeiert wird, ist hingegen etwas für uns alle. Wenn man als Historiker die kulturelle Verarbeitung religiöser Bekenntnisse untersucht, so drängt sich die Feststellung, dass im Laufe der Jahrtausende die menschliche Suche nach jener Verortung in Gottes Plan, die im Choral angesprochen wird, zwei Formen angenommen hat und immer noch annimmt. Gott nähert man sich entweder durch das Bild oder durch das Wort. Und Musik, zumal Johann Sebastian Bachs Musik, ist beides. Weshalb es auch keine Religion gibt, die auf geregelte Rezitation, Klang oder Gesang verzichten kann. Eine Kantate wie das Weihnachtsoratorium ist Hochkultur, weil all diese Ausdrucksformen religiöser Suche darin ihren Platz finden. Viele verkennen, dass auch die reine Wissenschaft auf Vertrauen und Glauben basiert. Wenn wir an die Zuverlässigkeit unserer Experimente im Labor oder unserer Nachforschung in der Bibliothek nicht glauben, wenn wir ihnen nicht unser warmes Vertrauen schenken, können wir eigentlich kein zusätzliches Wissen generieren. Das Wort der christlichen Botschaft steht deshalb nicht in Opposition zum Wort der wissenschaftlichen Abhandlung, sondern gibt ihr den Rahmen, in dem sie sich überprüfen, in Frage stellen und überwinden kann. Das Wort gibt die Richtung an, damit wir nach Höherem streben, als nur nach der Rettung unserer Seele, wie Calvin in einer berühmten Antwort auf die Epistel von Kardinal Sadolet schrieb. Vertrauen, das heißt eigentlich Glaube und Wissen, befruchten sich gegenseitig. Vertrauen gewinnen wir durch Wissen, durch immer tiefere Beschäftigung mit dem Wort. Aber auch die Suche nach Wissen wird selbst von Glauben getrieben, denn nur durch Neugier und Vertrauen in die Möglichkeit der Wissensaneignung lässt sich
fragmentarisches Wissen erweitern. Der heutige Kantatentext zeigt es. Unser Wissen um das empirische Zeichen ist objektiv. Unsere Deutung des Zeichens setzt immer ein Glaubensbekenntnis voraus. Da jedoch Vergangenheit und Zukunft nicht linear, sondern sphärisch gegliedert sind und die scharfe Trennung zwischen ihnen in einem Jubiläum, in einem Fest aufgehoben, ist es bei allem gebotenen Respekt, der einem einmaligen Denker wie Jürgen Habermas gebührt, irreführend, die zwei Begriffe in eine historische Sequenz zu kleiden, wie er es in seinem letzten monumentalen Werk tut, als ob die Geschichte westlichen Denkens eine stete Verabschiedung von Glauben hin zum Wissen belegen würde. Dem ist offensichtlich nicht so. Mag der institutionalisierte Glaube der christlichen Kirchen zurzeit eine Krise erleben, so bedeutet dies keineswegs, dass der feste Glaube, der in unserem Text angesprochen wird, als Prämisse für die Aneignung von Wissen abhanden gekommen ist. Weiterhin bedingt das Wissen um etwas ein Glauben daran. Und weiterhin erzeugt dessen Infragestellung wiederum neues Wissen. Das heißt, kein Wissen ohne Glauben, kein Glaube ohne Wissen. Keine sinnvolle Erinnerung ohne gemeinschaftliches Gedächtnis. Diese Erinnerung an unsere Zukunft, die dem Weihnachtsfest eingeschrieben ist, ist somit ein Pfeiler einer Religion der Hoffnung. Lieben kann man auch, indem man sich nach hinten wendet und sehnt. Nach einer verloren gegangenen Liebe, nach einem verstorbenen Verwandten. Glauben kann man auch an Vergangenes. Das kann ich als Ägyptologe aus eigener Erfahrung beweisen, weil ich felsenfest glaube, dass meine Rekonstruktion des Vokalismus der ägyptischen Sprache die einzig richtige und jene meiner Kollegen falsch ist. Aber wenn man hofft, wenn man sich nur an die Zukunft erinnern und sich auf deren Wiederkehr vorbereiten kann, das ist etwas, was nur für die Hoffnung gilt. Das ist ein großes Geschenk, das uns der allmächtige Gott überreicht hat. Das ist ein kleiner Hinweis auf unsere feste Stelle in seinem großen Plan.